Guten Tag und herzlich willkommen zu den Kultis. Heute begrüße ich Sie mal aus einer sehr farbenfrohen, bildgewaltigen Dauerausstellung im HCC in Rostock. Ich selbst war in so einem Museum, kann man ja so sagen, noch niemals in meinem Leben und bin erstmal ein bisschen geflasht, weil ich gar nicht weiß, wie das so richtig funktioniert. Christian, du hast hier vor wie vielen Jahren eigentlich? Wir haben im Oktober 2020 das Museum eröffnet. Okay, hier dreht sich alles um die 3D-Kunst. Also für mich persönlich, also mich hat das noch nie so angetört, aber du bist ja ein großer Fan davon, ne? Genau, ich bin ein großer Fan davon. Das erste Mal war ich in Hamburg in einem 3D-Trickart-Museum. Dort bin ich halt auf den Geschmack gekommen und habe gedacht, Mensch, das holen wir doch nach Rostock. Tja, okay. Da kam eins zum anderen und habe dort den Inhaber angesprochen und er meinte, ja, wir bauen das Ganze gerade auf und bieten ein Franchise an. Und so bin ich auf die Idee gekommen, das nach Rostock zu holen. Okay, also von vorne. Du bist großer Freund davon, hast das gesehen, wolltest du sagen, ich möchte das auch gerne in Rostock. Du hast ja noch im Bahnhof auch noch so ein Ding, ne? Genau, richtig. Also, und dann warst du in Hamburg und hast gesagt, sowas Ähnliches könntest du dir in Rostock auch vorstellen. Richtig. Diese ganzen Motive, ne? Das ist ja alles an Rostock angelehnt, wie man sehen kann. Da oben sieht man die Hansa-Flagge und so. Okay. Aber das, die Skyline im Hintergrund. Das sind ja Motive, die stammen ja nicht von dir und die kommen nicht aus Hamburg, sondern die kommen von? Aus Japan. Genau von einem japanischen 3D-Trickart-Künstler. Masashi Hattori ist einer der bekanntesten 3D-Trickart-Künstler eigentlich in Europa oder auch weltweit. Und das sind alles Lizenzwerke von ihm, die wir hier ausstellen. War der schon mal hier? Er selber in Rostock war er leider noch nicht, aber in Hamburg. Dort war er zur Eröffnung des Museums. Also es gibt erst zwei Museen in Deutschland, muss ich dazu sagen. Und wir versuchen das mit Hamburg und Rostock, das Ganze halt diese 3D-Trickart-Kunst auch in Europa oder deutschlandweit erstmal zu etablieren. Nun ist ja Rostock nicht diese Stadt, ne, die museal so glänzt, sag ich mal. Und das ist ja so eine Abwechslung hier. Wie wird denn das aufgenommen? Also ich könnte mir vorstellen, das zieht natürlich ganz, ganz viele junge Leute an, oder? Nicht nur junge Leute, auch ich sag mal die 60er, ne? Also alles wird angezogen natürlich, ne? Und gerade sind wir in Rostock Touristeneinzugsgebiet, wir haben sehr viele Touristen gerade in den Sommermonaten oder auch in den Oktoberferien und von daher... Aber da geht man doch nicht ins Museum, sondern da geht man an den Strand. Man geht auch, aber... hat man ja hier auch Wasser. Genau, Wasser haben wir auch, aber man geht ja nicht jeden Tag am Strand. Ne? Irgendwann ist es auch mal vorbei und dann möchte man auch mal ein bisschen Kultur erleben. So, apropos Kultur. Jetzt kommen erstmal die Kultur- und Veranstaltungstipps aus dem ganzen Land und dann sehen wir uns gleich wieder hier aus dem... 3D-Trickart-Museum im HCC Rostock. Sag ich doch. Am Donnerstag, den 10. November, kommt das Irish Folk Festival nach Rostock in die Nikolaikirche. Das Festival ist eines der ältesten Kulturveranstaltungen, die man in Europa besuchen kann. Das Tourmotto dieses Jahr lautet Come as a Visitor, Leave as a Friend. Also komm als Besucher und gehe als Freund. Das Irish Folk Festival ist mehr als nur ein Konzert. Es will den Besucher tatsächlich zum Freund werden lassen. Zum krönenden Abschluss und Höhepunkt des dreistündigen Konzerts stehen alle Künstler zu einer Festival-Session gemeinsam auf der Bühne. Am 11. November tritt die Band Rockhaus in der Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund auf. Rockige Gitarrenriffs kombiniert mit feinfühligen deutschen Texten. Rockhaus waren eine der erfolgreichsten Musikgruppen in der DDR. Sie begeistern die Besucher mit energiegeladenen Shows. 1978 haben sich zwei Schulbands zusammengetan, um gemeinsam Musik zu machen. Ihr Stil war zunächst eher an New Wave und Funk orientiert. Mit der Zeit entwickelte sich Rockhaus aber zur Deutschrockband weiter. In der letzten Ausstellung der diesjährigen Reihe Inside Out im Kunstraum Schwerin trifft eine raumfüllende, schwebende Papierarbeit des Künstlers To Helbing auf die Formenvielfalt der Porzellanobjekte der Künstlerin Jutta Albert. Die porige, bewegt strukturierte Oberfläche der Pulpe steht im Kontrast zu der glatten, erstarrten Erscheinung des Porzellans. Zu sehen sind hier eine freie Formulierung der Linie und die farbliche Konzentration auf Schwarz-Weiß. Das Myrizeum in Waren bietet ab dem 1. November wieder das beliebte Angebot des Oma-Opa-Tages an. Jeden Dienstag können Oma und Opa mit ihren Enkeln gemeinsam zu einem deutlich günstigeren Eintrittspreis jede Menge Spaß beim Naturentdecken haben. Die aktuellen Sonderausstellungen und das Museumsquiz locken dabei vielleicht auch zu einem wiederholten Besuch. Bis Ende März 2023 ist das Angebot vor allem für die Müritzer gedacht.
Hast du die Motive selber ausgesucht oder hat er nur die? Nee, also der Künstler Masashi Hattori aus Japan, wie gesagt, hat ein Repertoire von über 300 Motiven und wir in Rostock in unserer Ausstellung stellen zurzeit 25 Motive aus. Hast du die bewusst gewählt oder stellt er die nur zur Verfügung? Nee, die haben wir bewusst so ausgewählt. Also ist da ja ganz viel auch dein eigener Geschmack, über Godzilla genau. Und so, viele Affen und so. Genau, wir wollten ein bisschen vielfältig von jedem etwas so, auch mal Ritter oder Aladdin zum Beispiel, da hinten das Motiv, der fliegende Teppich, also für alles was dabei. Und man konnte auch Wünsche äußern, dass er ein, zwei Motive so ein bisschen an die Region anpasst. So haben wir zum Beispiel vorne am Eingang das erste Motiv, ist der Warnemünder Leuchtturm mit dem Teeport im Hintergrund zu sehen. Mhm. Oder das FC Hansa Motiv, das Buddelschiff, wo der Kapitän halt dieses Hansa Logo auf seiner Mütze hat. Die Bilder sind natürlich auch ein bisschen größer als normales DIN A0 oder DIN A4 Bild, was man an die Wand einfach nagelt, sondern man muss wirklich dafür Ecken, gerade für diese Eckmotive muss man Ecken bauen aus Trockenbau und speziell dafür anfertigen. Du musst entschuldigen, wenn ich dich nicht die ganze Zeit angucke, aber ich muss hier mal so rumschweifen, weil zu jedem Bild fällt mir irgendwie noch eine Frage ein und ich weiß gar nicht, wo ich vorne anfangen soll. Was ist das da? Meinst du den Godzilla oder den... Nee, den Typen mit der Brille da. Genau, das ist einfach ein Zauberer, der aus dem Fernseher springt und hätte ich im Leben nicht erkannt. Und unten seinen Zauberhut hält und da müssen halt die Besucher sich reinstellen und werden halt interaktiv Bestandteil des Bildes. Das probieren wir gleich mal aus. Denn ohne Kamera oder ohne Smartphone geht das ja gar nicht. Das ist eine Ausstellung, die... Genau, es ist eine interaktive Ausstellung und man muss halt mit einem Fotoapparat oder einer Handykamera die Ausstellung besuchen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Das Gute ist, man geht durch die Ausstellung und man hat zum Schluss seines Besuches hat man 25 oder teilweise 100 bis 150 Bilder. Einige Besucher bleiben wirklich 2 Stunden hier, weil man kann zu jedem Bild teilweise so viele Einstellungen machen und so viele verschiedene verrückte Sachen, Positionen einnehmen auf den Bildern. Das ist ja das Prinzip, dass einer die Bilder macht von einem bestimmten Punkt aus und die zweite Person oder der Rest der Familie geht in das Motiv hinein und nimmt verschiedene Positionen ein und so ist das Ganze ein Schauspiel. Also wir haben natürlich uns das vorher mal erklären lassen. Das wird Ihnen, wenn Sie hier mal herkommen sollten, auch erklärt. Vergessen Sie Ihr Telefon nicht, weil das ist ausschlaggebend, ne? Ich denke mal ja. Heutzutage hat jeder sein Handy dabei. Stimmt. Eigentlich. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen Spaß haben, ob wir meine oder deinen Körper nochmal irgendwo gut platziert irgendwo in so ein Bild reinzimmern können. Falls Sie das interessiert, können Sie mal herkommen. 3D-Kunst ist auf jeden Fall... witzig und was zum Staunen und ist auch nicht so alltäglich. Also, bis nächste Woche und leben Sie 3D-Kultur. Tschüss. Tschüss. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.